Und wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat selbstverständlich und freue mich natürlich auch, dass Dirk Hilger wieder mit dabei ist und gleich seine Strategie, Stereo Trader, Ansätze und ja, Analyse zeigen wird, bevor wir. Aber jetzt starten wir immer den Risikohinweis. Bitte dieses Webinar nur als oder dient nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, so wie immer. Gut, Dirk, ich habe schon genug geredet und Zeit verplempert, deswegen gebe ich sehr gerne den Bildschirm an dich und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Wir hören und sehen dich noch nicht. Bin ich noch zu hören? Ah, okay. Dein Bildschirm zu sehen, aber du bist nicht zu hören, Dirk. Ja, aber doch, ne, jetzt. Jetzt ja, jetzt ja. Ja, Gut. nee, er wollte mich hier irgendwie ist oder ja, wollte mich hier irgendwie nicht so wirklich umschalten lassen. Und ja, aber jetzt haben wir es ja. Super. So. Gut. Jetzt warst du nur so schnell. So schnell kann ich gar nicht hier klicken. Normalerweise liest immer noch eine Viertelstunde den Risikohinweis vor. Ich komme hier gerade nicht so wirklich hinterher. So, aber versuchen wir es mal, ob das Ganze funktioniert. Heute Morgen, die mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Ja, sind wir da? Ja, ne, ich bin da. Du bist da. Okay, so, tun auch, ja. Dann erstmal von meiner Seite, hallo und herzlich willkommen Darf hier. ich dich ganz kurz unterbrechen? Entschuldigung. Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Also hier wird geklagt, dass kein Ton zu hören ist. Kann ich nicht bestätigen. Ist das bei den anderen auch so? Oder bitte einmal ganz kurz, bevor wir hier alles weitermachen. Okay, dann Dirk, Entschuldigung, darfst du weitermachen. So, haben wir es? Ja. Wie nicht rasiert. Ich lese hier auch, ey. Ja. Also, nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen live aus Köln. Hier mit meiner Wenigkeit und dem Nelson hier zur ja, Markteröffnung im DAX, wie wir das ja immer machen. Und wie ihr seht, bastle ich immer noch mit meiner Technik rum. Ich hoffe, das wird langsam und so, dass das Ganze hier so ein bisschen netter, unterhaltsamer, ein bisschen echter, lebendiger und liveer quasi ist. Aber so, gehen wir direkt mal hier zum Bild rüber. Passt das so? Ja, ne? Sollte auch irgendwie da sein. Und dann gucken wir mal hier, wie man mit dem Markt, ich verhedder mich hier gerade meinen Kabeln, mit dem Markt dann auch zurechtkommen. So, Ton ist jetzt alles schön, ne? So, wer sagt hier, ich habe mich nicht rasiert? Ich bin immer rasiert. Das ist bei mir rasiert, Ingolf. Ich wollte gerade vorhin noch sagen, der Nachteil, ne, wenn man das halt hier mit den Kameras und so macht, das ist halt, André freut sich auch, ich muss mich ständig rasieren, das ist total anstrengend. Ne? So, ich meine, ich habe ja eh immer so 3 Tage Bart, also alle Männer, die hier dabei sind und das ja irgendwie ähnlich handhaben, die können das dann nachvollziehen. Das ist richtig Arbeit. Ja, soll man nicht unterschätzen. Und wenn man da hier vor der Linse sitzt, dann wird es natürlich noch viel, viel schlimmer. So, also, genug gelabert. Eigentlich wollte ich mich mit einem Kaffee präsentieren, aber wie gesagt, der Nelson, der war gerade auch irgendwie so schnell, der ging schon gar nicht mehr. Aber das ist ja sehr, sehr früh am Morgen. Und was? Ich finde halt so lustig, hier die Kommentare heute Morgen. Der André ist jetzt auch was. Der Gerhard meint, der 3 Tage Arbeit steht dir gut. Ja, 3 Tage Arbeit find ich auch gut. Ich glaube, er meinte was anderes und sollte vielleicht auch mal überlegen, die Kaffeemaschine nochmal anzuwerfen. So, also, gut jetzt. Genug Spökes hier am Morgen. Dann schauen wir mal. Also, es war ja gerade schon irgendwie so ein bisschen was los. Um 8 Uhr habe ich auch gerade vorhin geschrieben, aufrollen, gerade vorhin auch geschrieben noch in der Gruppe, dass ich halt irgendwie so den Start über der 113 gerade verpasst habe. Hat man auch wirklich schön gesehen, dass wie die gekauft wurde. Also ich zeige es mal hier gerade im Stundenchart zuallererst mal, um es hier mal
im Kleinen erstmal zu sortieren. Also wir hatten halt hier, das war die 7-Uhr-Kerze, schließt über 113. Und das ist ja bei mir immer so ein Trigger, ne? Und beziehungsweise die Dinge eigentlich nicht, das sind Volumenpunkte, aber dort hat man so genau gesehen, dass halt wirklich eine Iceberg-Order da unter dem Kurs hinterhergeschoben wurde und zwar bis hier oben hin. Exakt. Und kaum war die raus, ging es auch schon wieder im Rückwärtsgang hier. Iceberg-Order für die, die das nicht kennen, das ist halt eine spezielle Orderart für große Positionen beziehungsweise für große Orderpakete. Und die erscheinen dann halt nicht am Stück im Orderbuch, aber halt dann daran zu erkennen, wenn sie zum Beispiel so gemacht ist, dass sie direkt am Kurs dranhängt, dass halt immer, wenn gefiltert wird, wird sofort die Order wieder aufgestockt, automatisch, ne? Also vom Broker passiert das dann halt eben. Und dann sieht, also daran sieht man halt zum Beispiel, wenn das jetzt hier so eine wäre, weiß ich jetzt natürlich nicht, könnte aber sein, ein bisschen größeres Ding. So, ne? Hier haben wir dann halt irgendwie, ist vielleicht ein bisschen klein jetzt hier im Bild, aber hier sind es dann halt, Mann, ich habe hier noch mein lustiges Werkzeug, ja hier auch. Gestern ging es noch. Heute geht es nicht. Was ist los? Wie, ich kann nicht malen. Es lässt mich nicht zeichnen, warum auch immer. Das ist natürlich sehr traurig. Ich hoffe, man sieht es trotzdem hier in dem Bereich da, wo halt, da steckt eine Order. Ein bisschen aufzoomen. Na, hier. So, wo halt eben, die ragt halt raus aus dem Orderbuch, aus den anderen. Ist halt deutlich größer. Und das ist jetzt aber wahrscheinlich keine, ja. Allein schon deswegen, weil der Kurs sich hier in die falsche Richtung bewegt. Und eine Eisberg sieht man schon daran, die bleibt halt gleich, obwohl sie halt permanent halt gefüllt wird. Ne? Das, klar, also das heißt, würde der Kurs jetzt hier hinkommen, als Beispiel, und es würde hier gefüllt werden, gefüllt und die Order würde nicht kleiner, dann wäre das halt schon ein Indiz dafür, dass es halt so eine Geschichte ist. Und damit verstecken halt einfach größere Händler ihre großen Orders, so dass es halt nicht irgendwie direkt alles zu sehen ist, damit keiner verschreckt. Und weil man stellt sich mal vor, mal angenommen, es wäre so eine Order und hier würde stehen irgendwie 2000. Ja, so, wer würden da noch irgendwie dahin kaufen? Das ist ja halt dann halt eine Nummer zu groß. Also an sowas kann man das schon mal erkennen, ist aber auch nur ein Indiz. Da steht nicht dran, Eisberg, hallo, hier bin ich. Weil dann wäre es natürlich halt sehr, sehr einfach. Aber wie wir alle wissen, so einfach ist es ja immer nicht. So, okay. Dann schauen wir mal. Also erstmal hier ein Überblick über gestern eben auch, was denn da so passiert ist. Und zwar generelle Richtung passt, ja. Wer auch im Webinar am Freitag zu den NFPs mit dabei war und aufgepasst hat, der wird dann auch gesehen haben, dass nämlich exakt dieser Peak, den ich da noch besprochen habe, an der Stelle, dass der halt erreicht wurde und genau dort hat es gedreht. Da habe ich ja noch gesagt, irgendwie das sollte man im Auge behalten, das sollte eigentlich halt interessant sein eben auch. Und das ist auch tatsächlich so eingetreten. Wir sind exakt dahin gelaufen und von dort aus dann erstmal wieder im Rückwärtsgang. Und es war jetzt nicht so viel, ne, aber halt ist doch schon, ich meine, hier im Tagesschart sieht es nie viel aus, aber im Endeffekt war das halt schon eine Korrektur hier von einem Drittel gestern nochmal oder fast der Hälfte von dem ganzen Tagesverlauf. Relativ zügig, ne? Aber generell so von der Richtung passt es. Und auch wie zu den NFPs beschrieben, dass wir halt da schon noch ein Stück weit erstmal nach oben laufen sollten, bevor es da halt wirklich in die andere Richtung geht. Und Luft haben wir nach meinem Dafürhalten eigentlich schon wirklich bis da oben hin, ne? Also in dem Bereich irgendwie 260, wenn nicht sogar noch ein Stück höher. Warum? Zum einen haben wir halt hier eine Abwärtsbewegung. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass hier mein Malwerkzeug nicht funktionieren will. So, das ist natürlich ein bisschen doof. Weil irgendwie letztes ging es ja noch, aber hier oben, na, muss es dann jetzt dann wohl auch so gehen. Also, nochmal. Also, zum einen haben wir halt hier diesen riesen Außenstab. Also diese Abwärtsbewegung als Außenstab und alles, was wir momentan sehen, ist nach dem Aufsetzen hier auf dem Cluster, ist halt erstmal eine Korrektur von dieser Abwärtsbewegung. So, das heißt, in der Regel, wenn man so ein Ding hat und die Korrektur fängt überhaupt erstmal an, dann wird auch eigentlich so eine Kerze auch einmal vollständig wieder
zurückgekauft. Das sieht man halt wirklich sehr oft. Und das ist halt, wäre halt schon mal typisch, schon allein von daher. Dann generell haben wir natürlich auch einfach den Umstand, dass wir hier schon noch im Long-Modus sind. Ja, ob jetzt irgendwie Long-Trend, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber Long-Modus sind wir hier schon. Wir haben nichts anderes gemacht, als jetzt hier nur unten mal aufgesetzt, hier auf dem Cluster. Nachdem das Ganze nach oben gelaufen ist, da wo es halt zunächst halt Widerstand gab, hochgekauft, nochmal bestätigt. Also der Klassiker aus meiner Sicht, die Paritätsumkehrbestätigung. Der Heiko hat letztens noch gemeint, das Wort gibt es gar nicht. Sollst du dir eintragen lassen, kann sein. Das ist aber halt erstmal typisch. Und jetzt wird natürlich versucht, halt diese Bewegung aufrechtzuerhalten. So, das sind halt alles so Sachen, die dafür sprechen. A, wie gesagt, typisch, dass das zurückgekauft wird. B, der Aufsetzer auf dem Cluster und C natürlich der Versuch, die Bewegung fortzusetzen. Und das heißt, natürlich im ärgsten Fall stehen wir natürlich wieder da oben, wobei das macht natürlich wenig Sinn, weil dann soll es dann auch irgendwann mal logischerweise drüber gehen. So, aber dass es halt versucht wird, so weit es geht, ist halt irgendwo auch klar, ne? So, und das heißt aber hier, da oben haben wir die letzten Supports, da oben war halt eine Range und deswegen wäre das schon interessant, da halt auch mal drüber zu laufen über die 264. So, bevor ich das jetzt aber verpasse, hier die Eröffnung, wir haben ja 9 Uhr. Jetzt mal gucken. Ich hätte vorhin eigentlich gesagt, ich würde einmal gerne runter unter die 113 und dann versuchen, da wieder long reinzukommen. Aber lassen wir jetzt erstmal halt so die ersten paar Minuten erstmal verstreichen. Und hier sieht man jetzt erstmal, dass er halt hier die Aufwärtsgeschichte gerade dabei ist, halt zu knacken. Das sieht man hier in dem Add-on, das wird auch rot. Hier diese Trendlinie. Wir ziehen unter die 113, das heißt jetzt erstmal nur nichts. So, hier unten hätten wir die nächste Biege an der Stelle. Wenn man das mal ein bisschen größer betrachtet, also jetzt nicht im M5, der ist natürlich nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, aber wenn man das mal ein bisschen größer betrachtet, dann hätten wir hier auch tatsächlich den EMA 200 im M5. Wir hätten halt hier die letzte Bewegung nach unten und es wäre kurz vorm Kassa. Also und noch der S2 kommt noch dazu, hier auch in der Stundenbetrachtung. Das heißt schon gut denkbar, dass wir hier eine Reaktion kriegen. Aber wovon ich halt nie so der Freund bin, ist von Gap Close. Ich fürchte einfach nur, das wird jetzt hier nicht an einem Punkt scheitern. Das ist so meine Befürchtung dabei. Und was den EMA angeht, der läuft auch im Zweifelsfall natürlich im Kurs hinterher. Ne? Das heißt, der Kurs kommt nicht zum EMA, sondern der EMA kommt zum Kurs. Beziehungsweise beide nähern sich ja. So, aber hier hat auch so ein kurzer Peak drunter in dem Bereich. Das wäre schon in Ordnung. Ich gucke mal, den auf Minute irgendwo finden. Da sind wir schon. Erstmal abwarten. So schnell brennt da ja nichts an. So, und wenn die jetzt halt, wenn wir eine Reaktion nach oben kriegen sollten, jetzt muss ich immer, dann würde ich halt mal abwarten, dass wir im M1 tatsächlich wirklich mal die erste Kerze halt zurückkaufen, also die erste Abwärtskerze und dann nochmal einen kleinen Rücklauf und dann könnte das funktionieren. So, jetzt. So, ich habe natürlich den H1 hier parallel im Auge. Da wäre natürlich, ja, sehe ich gerade, ich habe vorhin noch gedacht, auch irgendwo ich draußen saß und Kaffee getrunken habe, das wird gar nicht so einfach, heute hier einen richtigen Einstieg zu finden. Also die 077, das ist hier so ein Mini-Cluster, Mini-Ausbruchslevel halt eben von gestern Abend. Wäre wahrscheinlich schon so ein bisschen interessanter, weil es steht natürlich jetzt alles aus Kassasicht erstmal sehr hoch und ist natürlich auch jetzt erstmal relativ uninteressant. So heißt aber nichts, kann natürlich trotzdem sein, dass da halt immer noch irgendwelche Pakete drin sind, die halt abgearbeitet werden müssen. So, aber jetzt haben wir erstmal das Gap zu, das finde ich ja nie gut. Aber Ausnahmen bestätigen Regel, vielleicht läuft das ja ein bisschen anders. So, gucken wir mal hier unten noch.
Ja, also klassische Sachen, ne? So wie jetzt hier 63,6% Intraday, 38 Vorwoche, Future Eröffnung, da wäre die Kerze allerdings schon wieder rot bzw. schwarz. Mal gucken, noch passiert hier nichts, sieht man ja, gibt noch gar keinen Grund. Also generell Richtung, glaube ich, merkt man ja auch, ich will long. Ich glaube, dass das am weitesten laufen wird. Vorausgesetzt, das hält natürlich hier. Ne? Ich meine, wenn wir hier jetzt drunter gehen, also hier brennt erstmal nichts an. So, unter diesem Bereich hier, wenn wir da drunter gehen, dann kann es natürlich halt auch heute mal ganz anders kommen. Weil ich hatte auch letzte Woche auch noch gemeint, bei 140 ist eigentlich die Bewegung zu Ende. Das kann natürlich sein, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Also auch wenn ich jetzt hier erstmal noch auf Long getrimmt bin, trotzdem, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht verpasst, wenn die ganze Geschichte um ist und man da plötzlich irgendwie im falschen Bus sitzt die ganze Zeit und sich immer fragt, warum der Busfahrer mich immer rausschmeißen will. Und das wäre natürlich jetzt hier so der Bereich. Gerade mal gucken, ich das hier mal umschalte, wie wir da aussehen. Ich schalte das hier gerade mal auf die Stundenbetrachtung, um da halt eben auch mal zu sehen, wo wir sind, rein markttechnisch hier mit dem Live-Signal. Also generell übergeordnet im Short-Modus bis da unten hin. Natürlich ein bisschen heftig. So, und die Signallage ist gar nichts. Die ist trendlos. Also mal H1 hier noch nicht mal was zu finden. Mal halt eine Etage tiefer was sehen können. Was ist denn jetzt passiert? Ist hier gerade irgendwie alles ausgestiegen? Das ist natürlich ein bisschen unlustig. Was war denn das gerade? Wenn ich den jetzt neu aufmache, muss ich nur leider hier. Moment mal. Die Kurse bewegen sich noch, ne? Ja, irgendwas ist hier gerade, keine Ahnung. Übrigens, dein größter Fan ist im Chat, ne? Nur so. Wer? Wer soll das sein? Ach, der Thorsten, gib dem mal ein Mikro. Der kann ruhig mal ein Mikro haben. Ich muss ja hier gerade eh erstmal, keine Ahnung, was das war, aber ich weiß, von MT5 ist doch irgendwie auch schon wieder ein neues Update oder so, ne? Ja, Hm, von ja. letzter Woche. Ja, das wurde mir irgendwie gestern angezeigt. Ne, gib dem ruhig mal ein Mikro, da kann ich hier mal kurz rumbasteln. Beziehungsweise mal gucken, ob das jetzt damit getan ist. Ob ich jetzt hier irgendwas anderes, keine Ahnung, nie gesehen. Ja, möchte der Thorsten was sagen? Der möchte immer was sagen. Hast du jemals erlebt, dass der Thorsten nichts sagen möchte? Der ist gar nicht mehr da, sehe ich hier. Wie Doch, jetzt? doch, doch, da ist er. So, da gibt ihm ruhig mal. So, wir kriegen halt hier echt ein Problem, ne? Das sieht man jetzt auch so ein bisschen. Ah. Jetzt habe ich auch Ton. Ja, siehst du, ne? Jetzt darfst du auch was sagen. Guten Morgen, mein Lieber. Moin, Wenn moin. du, Guten wenn Morgen. du, wenn du schon, guten Morgen, mein Fußballschüler. Wenn du schon mir den Tag versauen willst, dann rasier dich wenigstens, ne, mein Lieber. Habe ich gerade vorhin tatsächlich. Das ist. Webcam klauen und den Rasier. Ach, oh, schneller Bartwuchs, ne? So eine Freundin hatte ich auch mal. Nur am Rande, ich weiß, wir sind ja da manchmal etwas konträr. Wir sitzen im Bus in der Gegenrichtung. Weil Seit wann? wir haben heute Morgen live geschortet im Webinar nach dem nachlaufenden Hoch. Nachlaufendes Hoch haben wir mal drüber gesprochen, glaube ich. Hat er heute Morgen hervorragend gemacht. 5 Minuten Chart, einmal hoch, langer Docht und da drunter. Als er dann danach die nächste Kerze rot gemacht hat, haben wir bei 38 direkt geschortet. Ja, dann hättest du besser Ja. hier meine 152er genommen. Die war doch schon rot. Ach, Schätzelein.
Da sitzt einer, da wartet einer auf dem Bus in die falsche Richtung. Weißt du, hat nur zwei Stationen bis zum Ratskeller, aber nein, er nimmt den Bus über den Bahnhof mit 28 Stationen zum Ratskeller. Kann man ja machen. Nein, nein, aber generell sind wir uns ja da einig. Ne? Ich habe ja halt auch letzte Woche mal gesagt, die Bewegung, ne, die kann halt hier oben vorbei sein. Oder eigentlich habe ich gesagt, die ist da vorbei. Ich habe noch nicht mal Konjunktiv verwendet. Ich habe gesagt, bei 140 ist sie vorbei. Habe dann die Linie, ich weiß jetzt nicht, ob diese 152 aus dem Webinar war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber jetzt sieht man es ja gerade. Ne? Erstmal, so, der erste Trigger ist es halt eigentlich, weil das halt so das Bewegungsmaximum jetzt erstmal war. Und für mich ist jetzt entscheidend, gehen wir jetzt hier drunter. Und oder auch generell, man hat ja schon gesehen, Gap Close immer schon mal schlecht, stehe ich überhaupt nicht drauf. Und jetzt ist halt hier die Frage an der Stelle, deswegen bin ich da auch ganz bei dir, man muss hier jetzt aufpassen, ne? Weil die Sache kann jetzt hier kippen. Und wenn der jetzt hier durchgeht, klar kriegen wir wahrscheinlich so ein bisschen Phishing hier unten, läuft nochmal ein Stück weit zurück, aber dann würde ich tatsächlich eher gucken, wo ich da oben Short finde. Ne? Nur jetzt hier an der Stelle, ich meine, wir könnten jetzt würfeln, ich könnte jetzt sagen, gut, ich gehe long. Und es ist dann 50-50, dass wir jetzt hier zurücklaufen, aber ich habe überhaupt gar keinen Ansatz, einen Trigger momentan dafür. Außer, dass er jetzt gerade versucht, das hier zu verteidigen im übergeordneten Abwärtstrend. Also bin ich da schon bei dir. So unterschiedliche Meinungen sind wir da, glaube ich. Wir beide würfeln. Nee, das tust du mir nie an. Würfeln ist damit ausziehen und so, ne? Nee. Da musst du was verwechseln. Also. Ich mache ja seriös, ne, wie du weißt. So, ich werde mal meinen Leuten im Blog mal Bescheid sagen, unseren Paternostern, dass wir jetzt unsere Stops mal Break-Even ziehen, ne? Bevor der Dirk da oben abgeholt wird, gehen wir schon mal. Könnte passieren, ne? Also, weil das hier ist jetzt erst eigentlich gerade so, der erste Trigger ist hier gerade gezogen im 1-Minuten-Chart. Das heißt, hier ein kleiner Rücklauf und ich würde tatsächlich erstmal reingehen, longen und dann mal gucken, ob die Nummer, ob das jetzt hier unten Aufsetzer war und wir nochmal das hochtesten oder ob es das gewesen ist. Ne, weil es ist halt hier, was mich halt hier so stört an Short ist, es ist zu geradeaus runtergelaufen. Und das ist ja, wo ich halt auch schon oft gesagt habe, wenn man so eine Treppennummer hier kriegt, muss man eigentlich immer nur irgendwie übers Hoch von der letzten Minutenkerze eine Long Order legen. Das wäre jetzt halt die hier gewesen. Und dann da halt reingehen. Ne? Also geht selten schief. Mal gucken, jetzt hängt er jetzt hier erstmal nochmal am Gap. Also ich würde jetzt hier, wenn er dahin zurückkommt, würde ich da erstmal reingehen, glaube ich. So, das sind hier die letzten Punkte da unten an der Stelle. Und dann haben wir rausfinden, ob das wirklich ernst gemeint ist. Im Dow habe ich hier nur gerade zahlenmäßig irgendwie im Auge 5, ist wieder über 500. Das ist gerade so das Ausbruchslevel von gestern. Ja, aber du fährst ja natürlich, ne, da darf man halt auch nicht vergessen. Also so generell sind uns der Thorsten und ich da eigentlich fast immer einig. Nur mache ich ja halt, ich versuche halt immer eine Position so zu erwischen, dass ich sie halt einfach für ein paar Stunden laufen lassen kann. So, und der Thorsten hat natürlich immer und versucht halt dann solche Bewegungen mitzubekommen, die ja dann über Tage auch schon mal laufen können. Also ein ganz anderer Ansatz. Und wie wir alle 550 Punkte letzte Woche Dienstag und Mittwoch mit Nelson live im Webinar am Mittwoch früh. Ja, das ist schön. Das ist natürlich geil, sowas, klar. Das ist natürlich echt heftig. Position für sechsfacht. Ja. Nee, klar. Ne? Aber das ist halt ja immer ein anderer Ansatz. Deswegen, also, da darf man halt auch irgendwie, also gerade Anfänger machen ja irgendwie oft den Fehler und sagen dann so, hey, wie, der will short, der will long, sind die sich nicht einig? Doch, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur, wenn man sich mal den Chart anguckt, egal in welcher Zeiteinheit, dann sieht man ja auch Kerzen mit unterschiedlichen Farben. Und das heißt ja halt auch immer nur so, eine Zeit lang geht es halt mal in die Richtung, und eine andere Zeit dann eben halt die andere. So, jetzt gucken wir hier mal. Ich bin jetzt hier erstmal gefüllt. Neues Tief bräuchten wir natürlich jetzt hier nicht mehr unbedingt. Mal gucken, ob das jetzt hier reicht, ob wir da halt nochmal hochziehen oder nicht. Werde natürlich auch recht schnell absichern. Turn jetzt hier erstmal auch nur am Pock rum. Und der kann natürlich auch bis hierher noch kommen. Nur wenn es anfängt, hier unten irgendwo rumzubohren, dann würde ich, glaube ich, hier erstmal rausgehen und wird das lassen. Das heißt, wir sollten jetzt hier schon am besten möglichst schnell eine Reaktion kriegen, die ein bisschen weiter auch nach oben läuft. Wir haben jetzt noch 1 Minute auch, bis die 15-Minuten-Kerze fertig wird. Und mal gucken, das war die ich vorhin hier oben rein gemalt habe. Da war ja auch der Emma, ne? Im M5 war hier oben. Das heißt, wenn wir da hinkommen,
würde ich auch erstmal Break-Even gehen. So, Thorsten, dann darfst du gleich weiter erzählen und gucken wir erstmal, was das hier wird. Auch erstmal okay. Hier nur eine halbe Position. Passt ja auch zu mir, hättest du jetzt am besten eigentlich am liebsten gesagt, ne? Eine halbe Portion. Würde dir ganz gut stehen, ohne ja, weiteres ne? Hemd. Noch eins. Ich habe schon zwei. So, jetzt sind jetzt erstmal hier 10 Punkte vorne. So, jetzt mal gucken. Ne? Das hier war halt der Knackpunkt im M5, kann man gleich nochmal zeigen. Aber die 10 Punkte passen jetzt hier erstmal. Jetzt müsst ihr natürlich hier schon mit Speed drüber. Ne? Aber ich habe da so ein bisschen Zweifel, gerade ja. Ehrlich gesagt. Ich auch. Dass das funktioniert. Vor allen Dingen gerade jetzt wegen der Zeit. Da gibt es halt oft so einen Nachtreter, irgendwie 9.15 Uhr. Da wird gerne mal irgendwie die Bewegung fortgesetzt, aber gut, wir werden sehen. Weil auch, ne, wenn der Thorsten recht hat, trotzdem, ne, ich meine, das kann ja trotzdem ein Stück weit nach oben laufen, erstmal wieder und da oben nochmal gucken und dann sich ja nachher immer noch fortsetzen. Normalerweise wäre ich jetzt auch kein Freund davon, das so früh abzusichern, weil eigentlich muss ich dem die Luft geben bis hier unten hin. Aber wir haben halt hier das Problem, wir sind hier nicht wirklich im Trend. Und eigentlich so in einem Trend, der gerade dabei ist, kaputt zu gehen. Und deswegen sichere ich jetzt hier auch sehr früh ab mit irgendwie 2 Punkten oder so, wo ich hier gerade vorne liege und mache da jetzt auch keine Spirenzchen. Ne? Weil wenn das Ding hier runterkracht, dann fällt das wahrscheinlich nicht irgendwie nur hier, macht ein kleines neues Tief, sondern dann geht es wahrscheinlich schon deutlicher rüber. Weil normalerweise sage ich immer so, Break-Even ist immer nur die Versicherung, dass man kein Geld verdient. Aber mehr ganz oft eben nicht. So, 9.16 Uhr, kommt da jetzt noch was? 9.16 Uhr kommt die Postbotin. Mal gucken, ne? Das war jetzt genau hier halt die Emma. Die 200er Emma im M5. Das sind hier überm POC. Hier die letzte Kurve, ne? Das ist natürlich schon so ein bisschen die Kategorie Stopfishing. Mag ich eigentlich nicht. Außer wir laufen jetzt 100 Punkte geradeaus hoch, dann mag ich das. Aber ansonsten eigentlich nicht. Bin ich nicht so ein Freund davon, sowas irgendwie zu mutmaßen und zu handeln. Der Heiko wollte eigentlich auch da sein. Ist der hier? Guck doch mal ins Bad. Unglaublich. Mein Gott, ey, wir haben ja erst 9 Uhr morgens. Was ist mit dir los? Was rauchst du morgens, Thorsten? Wie kann man morgens nur solche Sprüche raushauen, ey? Mein Webinar ist schon vorbei. Ah, du ahnst es nicht. So. Jetzt hoffe ich, dass wir ganz hoch laufen. So hoch, wie es nur irgend geht. Aber das hier gefällt mir überhaupt nicht. Ich ziehe den mal echt noch ein Stück enger nach. Also 5 Punkte vorne. Weil das Problem wird jetzt halt sein, ne? Sollte der jetzt hier runterkommen, hier unten kommt man nicht short rein. Das ist nicht gut. Ich meine, er muss ja auch nicht hier, er kann ja halt auch nochmal hoch, ne? Aber das ist halt wirklich nicht nett. Ich würde halt, habe ich ja vorhin, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Thorsten, ich würde eigentlich tatsächlich noch gerne so 270 hochlaufen, ne? So generell. Nur ob das jetzt von hier aus noch gelingt, steht natürlich auch auf dem anderen Blatt. Ja, ja, wir hatten die 1,70 auf dem Deckel aus der inversen SKS und die haben wir gestern auch gehandelt, ja. Von der 11,991 kommt und haben die dann gestern mit 100 Punkten geschlossen, gestern Abend. Ja. Ich habe meine Fehler gerade heute Morgen erklärt. Ja, ja. Nee, habe ich gelesen. Also da habe ich auch gedacht, ja, das passt eigentlich auch zu meinem Level erstmal. Also das war so die erste Anlaufstelle. Ich meine, der kann jetzt auch hier erstmal runter und das Ganze halt wieder versuchen, ne? Das wäre jetzt auch nicht so neu. Es sind verschiedene Punkte. Das ist, wir hatten gestern einen schönen Long-Tag, den hat er ja sauber durchgezogen. Das heißt, wenn er die Woche so macht, dann hätten wir heute den nächsten Long-Tag, den auch bis an die 1,70 oder sogar an die 2,40 da oben bringen kann. Und dann hätten wir morgen den Korrekturtag, der dann den Short einleiten könnte. Also alles kann, nichts muss. Ne? Naja. Deswegen habe ich vorhin noch gesagt, wir gehen mit unseren Stops Break-Even. Ich bin da sonst nicht so ein Freund von, das so schnell zu machen.
Aber Ja. die 200er EMMA ist für mich auch immer ein sehr guter Ansatz, die wir dafür benutzen. Für mich gar nicht. Ich handle die ja nicht. Ich habe die immer nur Bitte. drin, weil ich weiß, andere achten drauf und da passiert halt einfach mal ein bisschen was, ja. So, aber hier sieht man ja, ne, was die Emma angeht, geht durch 20 Punkte und läuft dann halt wieder hin. Das ist für mich so, weiß ich nicht, kann ich nichts Schlusskurse. mit anfangen. Bitte? Schlusskurse, mein Lieber, sind ausschlaggebend bei der Emma. Ja, aber das heißt, Das würde jetzt ist heißen, er meine. müsste hier nach Nord, nach Süden drehen. Außerdem ist das meine Emma, an der vergreifst du dich bitte nicht. Das heißt, er müsste dann jetzt hier unweigerlich. Idealerweise jetzt in 5 Minuten eine Umkehrkerze da, die hat er gerade fertig gemacht. Ja. Schöne Umkehrkerze, darunter würde ich jetzt sogar aufstocken. Das werde ich auch tun. Ja, bis halt Genau hier anfängt. unter dieser Kerze stocke ich jetzt unsere Shorts auf und dann geht der Stop für die Gesamtposition sofort wieder 5 Punkte in den Gewinn. 5 Punkte in den Gewinn oder 6 Punkte, weil dann haben wir mit der doppelten Position umgerechnet, also mit der einfachen Position 12 Punkte, mit der doppelten Position 6 Punkte in den Gewinn und das ist Tagesziel gesichert und ab da kann der Stop da liegen bleiben. Und ich kann meine Frau ärgern oder meinen Hund an der Werra langziehen oder sonst irgendwas machen. Heute kann mir alles Mögliche erlauben. Ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich will ja nicht den Spaß verderben, aber Ja, ich nee, gönn's du. dir. Ich gönn's dir. Also, Das ich macht habe ja halt auch nur, nichts. also was halt typisch ist, ne, das ist, mag bekloppt klingen für einige, aber was halt wirklich typisch ist, und das ist auch keine Entdeckung von mir, sondern das kommt vom Gabor, kennt ihr vielleicht hier auch den einen oder anderen. Das ist tatsächlich schön zu beobachten. Wenn du so eine Kerze hast, die überhaupt keinen Docht hat. Ich meine, es ist hier die M5, aber die ist im Stundenchart, sieht die ja genauso aus. Die bleibt fast nie so. Der Docht wird immer nachgeholt. Und wenn es irgendwie 2 Stunden später ist, ne, das ist irgendwie halt so ein bisschen crazy. Aber halt, kann man beobachten. Wirklich ständig, ne? Und deswegen habe ich so, ich habe eher wirklich die Befürchtung, dass diese Kerze tatsächlich auch noch ein Grün schließt und wir noch ein neues Hoch machen. Allein schon deswegen, weil wir hier so eine ganz Ja? schräge Öffnung haben, die nur runtergeht. Lieben gern sogar. So, jetzt Also. nehmen wir mal die Kombination. Wir versuchen ja unsere beiden Stile immer irgendwo mal abzugleichen und zu kombinieren. Deswegen versuche ich Ja. ja, jetzt aufstocken, Stopp aufs Tagesziel. Im schlechten Fall ballert das Ding nach oben. Okay, habe ich mein Tagesziel drin. Und dann gucke ich mir den Spaß da oben an und suche mir dann da oben nochmal einen neuen Entry und nehme einen neuen Anlauf. Ich muss eben immer nur aufpassen, dass ich jetzt nicht meinen Stop über dem Hoch da oben halte und drauf bestehe, da darf er nicht mehr hin. Dann fliege ich da oben mit Verlust raus und dann macht der Kopf nicht mehr mit und dann kriege ich keinen neuen Entry, weil mein Kopf sagt, nee, nicht nochmal. Jetzt hast du einen auf die Fresse gekriegt, nicht noch eine. Deswegen Stop Break-Even oder Ja. im Gewinn ein paar Punkte mitnehmen, dann sagen, okay, so eigentlich ein geiler Tag. So, jetzt ist es aber aufgestockt. Ne, klar. Doch, ist auch richtig so. Position verdoppelt. Ja, weil es ist jetzt ja auch genau, ne, der Punkt, wo ich halt sage, Stop-Phishing, das sind so Sachen, die gefallen mir nicht. Ne? Also das heißt, hier unter halt so einen Korrekturpunkt, unter eine 3 hier drunter, nach dem Motto, ja, das nur Stopfisch und geht da wieder hoch. Klar sieht man das manchmal, ja. Ich finde es halt immer sehr anmaßend, wenn man irgendwie das einfach so handelt. Ich meine, das kann passieren. Aber deswegen habe ich auch hier jetzt erstmal aufgelöst. Ich meine, jetzt lieber erstmal hier 5 Punkte plus, als irgendwie zugucken, wie der da runterrauscht. Was aber halt auch jetzt soweit erstmal passt, ist, dass wir halt hier auch so ein Cluster nochmal haben. Da hat er reingestochen, da habe ich ja vorhin gesagt, das wäre eigentlich interessanter da unten, ne? Hier in dem Bereich 77. Und da halt mal zu gucken, das hat er jetzt gemacht. So, aber halt eben hier oben alles Mögliche nach Süden gedreht. Nicht so einfach, finde ich gerade. Einfach, einfach kann jeder. Ja, ich fand es halt tatsächlich, ne? Also die letzten Tage, ich fand es, also wirklich Die waren einfach. geil. Ja, das war, also keine Ahnung, was da los war. Ich habe ja schon am Morgen schon gedacht, so, ey, jetzt hast du irgendwie seit letzter Woche, nee, vorletzte Woche irgendwie Freitag.
keinen einzigen Tag mehr irgendwie falsch gelegen und irgendwann ist doch jetzt mal Zeit, wieder eins auf den Deckel zu kriegen und hoffe, es ist nicht gerade heute Morgen ein Webinar. Aber das war halt, ich fand es halt wirklich, weiß nicht, ob das eine besondere Marktphase war oder nicht, aber da ist ja irgendwie alles aufgegangen. Das ist ja schon beängstigend teilweise. Und deswegen muss natürlich auch irgendwann, oder deswegen muss man dann auch vorsichtig werden, sonst gibt es nämlich irgendwann einen Tritt. Ja, kriegst du. Von dir nicht. Nee, darf ich ja nicht. Ich bin eine andere Gewichtsklasse. Genau. So, jetzt mal gucken, ob jetzt hier noch was nachkommt. 9:24, 30 Minuten Kerze. Wir warten die mal kurz ab, ne? Ich hoffe, hier ist jetzt irgendwie keiner enttäuscht, dass hier nicht viel Action ist. Aber ihr seht ja, was der Markt hier macht, ne? Der steht halt still, also rennt gerade irgendwie überhaupt nichts weg. Und man muss ja auch nicht zwangsweise hier jetzt unbedingt agieren. Nur wenn man jetzt aber zum Beispiel sieht, so, wenn das jetzt kommen sollte, das heißt, wenn wir jetzt hier eine Bewegung nach oben kriegen, die dann eben wiederum angefüttert ist, hier entsprechend, ich mache den hier mal kurz aus, die entsprechend angefüttert ist von einer Order hier, von einem langen, von so einer Eisberg-Geschichte, wie ich sie vorhin beschrieben habe, oder besser gesagt, einer, die eine Eisberg sein könnte, dann kann man natürlich auch da wieder long reingehen. Und dann eben so lange dranbleiben, bis die Sache halt erledigt ist. Aber das Einzige, was jetzt hier gerade passiert, sieht man ja schön, ne? Wir laufen immer wieder zum POC, ne? Also zum Point of Control. Das heißt, der Punkt, wo bis heute oder heute jetzt das meiste Volumen halt gedreht wurde. Mehr passiert da gerade nicht. Das ist jetzt halt eben auch, läuft jetzt hier zusammen mit dem Kassaschluss von gestern. Keine Ahnung. Also ich kann hier nichts entscheiden. Völlig unmöglich. Geht nicht. Vorhin das Indiz war da, das war ja auch gut, das war ja auch schön erwischt. Hätte man natürlich auch drin bleiben können, aber wie gesagt, dazu müsste man halt auch bedingungslos hier an Long glauben und das tue ich jetzt erstmal nicht, weil das hier so aussieht, wie es aussieht. Dir nicht reingrätschen. Bitte? Ich will dir da nicht reingrätschen. Ich Nö, will du, alles nur so als gut. Hinweis, was. Ja, wir Deine Meinung ist haben. mir doch egal. Hast doch eh keine Ahnung. Genau. Für Nein. den nichtsahnenden Zuschauer da draußen, wir lieben den Meinungsaustausch, Dirk und ich. Dirk kommt immer mit seiner Meinung zu mir und geht mit meiner wieder weg. Ja, von wegen. Nein, aber Spaß. Also, du weißt es eh, wie das gemeint ist, ne? Aber so Also. generell, ich meine, ich habe ja meinen Ansatz, der Thorsten hat seinen und so generell stimmen wir ja auch fast immer überein. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Und das ist jetzt nicht so, ich meine, ich bin ja da auch gefestigt genug, was das Trading angeht, dass mich irgendeiner mit irgendeiner Meinung beeindrucken würde, in dem, was ich halt im Kopf habe. Und weil dafür passt es ja halt eben auch viel zu oft, was ich halt treibe. Und natürlich auch nicht immer, ja. Das ist aber bei jedem so. Und von daher darf man sich da überhaupt nicht beeindrucken lassen, finde ich. Ne? Nur weil natürlich das, was der Klassiker Thorsten Trading. gesagt hat, sorry Thorsten, aber das, was du ja gerade gesagt hast hier, ne, mit dem Short da oben, das passt ja auch zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Und wofür sowas immer gut ist, ist, dass man mal dran erinnert wird und dann auch vielleicht mal wieder nachdenkt, ey, so, die Idee hatte ich ja auch letzte Woche. Ne? Und das sollte man dann auch nicht vergessen. Nicht, dass man nachher, das kennen wir auch alle, dann da steht und dann so merkt, hä? Der Kurs war doch da, wo ich eigentlich hin wollte. Da wollte ich doch Short. Wieso bin ich denn Long die ganze Zeit? Jetzt habe ich echt hier den Einstieg verpasst. Kennen wir alle zu Genüge, bin ich mir sicher. Und das ist dann halt super ärgerlich. Und deswegen lieber halt irgendwie zweimal hingucken und vor allen Dingen, wenn man sich dann mit jemandem austauschen kann, wie mit dem Thorsten, der das ja sehr, sehr ordentlich oft hinkriegt mit den großen Reisen. Und dann ist es natürlich auch eine gute Sache, gar keine Frage. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben 9:28, das heißt die Stunde gleich zur Hälfte. Oft sieht man halt, dass um 9:30 halt nochmal ein bisschen Alarm kommt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wohin dieser geht, der Alarm, wenn der hier durchgeht. Dann A haben wir da gleich lange C. nichts. Bitte? A gleich C. Ja. Wo landet Dann sie landen wir da? bei 12, Ja, knapp ne, über der deswegen. 12.000. Ja, das ist genau hier, ne? Was wäre auch das Erste, was ich hier halt überhaupt sehe, ne? Wo ich wollte gerade sagen, wenn der hier durchgehen sollte, dann kommt da lange nichts. Dann fallen wir wahrscheinlich wirklich erstmal nochmal 80 Punkte runter. Tja. Was?
Ich lese hier nur die Kommentare. Das ist schon lustig mit euch. Das ist schon lustig. Ja, das ist Ja, immer der Heiko lustig. gesagt, der. Wenn Frau Heger da ist, dann macht das Spaß. Der Heiko wollte auch kommen, ne? Wie gesagt, aber der hat irgendwie hat verschlafen oder hat er irgendwie geschrieben? Gerade mal gucken. Nö. Der hat gesagt, ja, komme ich vorbei. Naja, siehst du. Ach ja, die echten Freunde kommen, ne? So. Da, jetzt musst du aufpassen. Oder war das der Nelson, der gerade hier Töne von sich gegeben hat? Das sagt ein Kölner Jung. Leute, nichts falsch verstehen. Ich bin verheiratet. 20 Jahre. So, also mal Auf ganz zu kurz, 12. 39. Naja, weil hier reinkommen ist echt schwer. Nicht gut. Nicht gut, auch wenn wir jetzt hier unter die Tiefs drunter gehen, aber hier sieht man schon, ne, da kommt schon wieder die große Auffangstation. Das kann Short-Auflösung sein. Oder aber ein Käufer. Und also ich habe mir wirklich so auch in letzter Zeit angewöhnt, irgendwie, also wäre ich jetzt hier nicht im Live-Trading, ganz ehrlich, würde ich den Deckel zumachen und würde eine Stunde nochmal drauf gucken und bis dahin erstmal was anderes machen. Weil das läuft ja nicht weg. Ne? Man hat aber dann halt eben so oft das Bedürfnis, so irgendwie sagen, ich muss da jetzt rein. Nee, muss ich nicht. Der kommt eh wieder irgendwo hin zurück, wo er mich abholt, wenn man hier kein Crash oder was weiß ich, Du irgendwie den vergisst, dass ich der Riesenfortschritt. Busfahrer bin. Die Türen sind zu, mein Lieber. Ja. Ich glaub dem DAX leider nichts. So, nicht in dieser Form. Überhaupt nicht. Weil der DAX, leider ist es halt so, ne? Wir haben ja gerade vorhin schon mal das Thema Stopfishing gehabt. Leider ist es so. Da geht ja auch gerne mal kurz drunter. Ne, und rennt dann doch wieder auf Anfang. Hat man gestern im DAU sehr schön gesehen. Ich habe es da aber tatsächlich gehandelt. Und Long im DAU gestern erstmal. Genau das Gleiche. Ne. Gerade bei der Eröffnung, weil ich meine, darf halt nicht vergessen, dass wir halt, was wir halt hier haben, hier die letzten Stunden, das ist halt Future. Ne. Über Nacht kein Volumen, nichts. Und was jetzt kommt, ist Volumen. Und das heißt, eigentlich ist es halt weniger interessant halt für den Markt jetzt gerade. Und deswegen kann es da auch mal ein bisschen drunter gehen und dann doch wieder zurücklaufen. Wie gesagt, was mir nicht gefällt, ist, dass wir halt so einen ganz merkwürdigen Start haben. Und das heißt aber, also ne, hier oben mit direkt drunter, das ist irgendwie sehr, sehr einfach. Und also bei sowas, ich würde jetzt auch hingehen und hier tatsächlich da oben eine Order hinlegen und die einfach mal liegen lassen. Und wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn wir die heute irgendwann noch abholen. Vielleicht mit den Amis, vielleicht kommt irgendein lustiger Tweet. Meistens kommt irgendwas, was dann halt komischerweise dann genau dazu passt. Das heißt, die liegt da oben erstmal gut und kann später noch ihren Job machen. So. Es drückt, es drückt. Vorhin noch geschrieben, morgen beides verpasst. Den Long-Anstieg hier bei 113 und den Short da oben. War ich hier mit Früher meiner. aufstehen, mein Lieber. Ist Nein, ich bin egal. seit 7 Uhr am Start, aber ich habe halt hier mein Kameragedönse gerade noch irgendwie halt nochmal justieren müssen und sowas. Und damit habe ich mich dann leider auseinandergesetzt. Das Apropos. hätte sie auch sparen können. Wieso jetzt? Ja, genau deswegen. Es gibt den einen oder anderen, freut sich vielleicht darauf. So. Die Pivots nutze ich als potenzielle Reaktionspunkte. Fragt der Martin. Also, es kommt halt immer drauf an. Ne? Ich habe sie jetzt hier tatsächlich nicht drin, weil ich hier für meine Begriffe schon irgendwie genug drin habe. Aber ich kann ja gerne mal gucken. Also, hier ist jetzt der Pivot.
Ja, das würde jetzt natürlich hier schon dazu passen, ne, dass wir hier einmal kurz drunter spiken und dann halt wieder zurücklaufen. Das kann schon sein, aber ich weiß es nicht. Ich bin da gerade irgendwie überhaupt nicht überzeugt davon, weil der, ganz einfach, weil der Markt hier jetzt irgendwie gerade die Trendrichtung hat dreht, ne? Gerade erst. Und ja, sieht man jetzt ja auch, jetzt plötzlich sind hier, kommen hier halt auch ganz andere Signale. Und das kann natürlich sein, dass er halt, wenn er jetzt anfängt, halt hier das Ding auch in den kleinen Timeframes wieder auf Short zu drehen, dass es einfach halt durchzieht. Und wenn dann halt so ein Pivot da liegt, wenn der aber auf einen großen Händler trifft, der größere Position hat, dann freut er sich nur, weil er hier eine Menge Abnehmer hat auf entsprechend hohem Niveau. Und dann macht es einmal irgendwann plopp und da steht das Ding 30 Punkte tiefer. Wäre jetzt aber der Pivot zum Beispiel halt hier an einem Punkt, der noch im Trend liegt, dann würde ich sagen, klar, passt, nehme ich mit. Also macht dann halt irgendwie auch Sinn. Und vor allen Dingen, also wenn man dann halt auch nochmal, vielleicht sehen wir das ja hier gerade, das reicht jetzt erstmal nicht. Aber wenn man so ein Bild hätte wie hier, ne, mit so einer Kerze, wo ich ja vorhin drauf gewartet habe, wenn das dann hier wäre, okay. Aber irgendwie, mir gefällt dieser Markt leider nicht. Also. Aber lieber erstmal irgendwie 5 Punkte im Plus als irgendwie mit gar nichts oder mit Minus. Wie gesagt, der bessere Einstieg kommt wahrscheinlich schon noch. Ist der Thorsten noch da oder so eingeschlafen? Der ist eingeschlafen. Achso, okay. Thorsten ist schon am Geld zählen. Thorsten muss arbeiten. Nein, was ich halt einfach, ich hätte halt gerne eine vernünftige Bewegung, ne? So eine, ich weiß es nicht, das ist irgendwie alles, das schleppt sich so vor sich her gerade, auch wenn wir hier schon ein bisschen Strecke haben, ne? Zugegebenermaßen. Aber da fehlt halt irgendwie so der Bäm. Siehst du, wir haben hier gerade jemanden, der hat mir gerade per WhatsApp geschrieben, der ist auch hier im Webinar bei dir. Der war heute Morgen erst bei mir und dann bei dir. Und hat mir gerade geschrieben, er hat sein vierfaches Tagesziel drin. Ja, schön, aufhören. Ja. Ja. Am besten raus und was anderes machen. Oder ich meine, wenn es natürlich einer von deinen ist, hier für die große Reise, ist natürlich nochmal was anderes. Aber wenn es halt Daytrading ist, es kann eigentlich fast nur noch andersrum enden, wenn man da nicht an der richtigen Stelle aufhört. Ja, das ist ja manchmal so, ne? Naja. Wenn man an der falschen Stelle aufhört, wird es ein Junge oder ein So, Mädchen? also falls wir einen Rücklauf kriegen, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich will halt auf keinen Fall hier unten irgendwie Short reinspringen. Merkt man ja auch, glaube ich, ne? So, ich würde das Ding, wenn wir einen Rücklauf kriegen sollten, einen schnellen Rücklauf, wäre das hier mein Punkt. Also, weil die 100, nicht weil es die 113 ist, die passt jetzt halt auch gerade dazu. Da weiß ich, da haben wir in der Vergangenheit schon oft Volumen gedreht. Nein, so, weil da halt, weil wir da Ähnliches haben wie hier, ne? Das heißt, da haben wir halt auch nochmal eine Korrekturwelle. Das war eigentlich der letzte Käufer nach oben. Das war der von heute Morgen von 8 Uhr. Und wo halt auch ein bisschen Volumen in den Markt reingekommen ist, auch wenn man jetzt nicht mehr viel davon sieht. Und deswegen würde ich die erstmal versuchen, da zu shorten, wenn sie kommen sollte. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die zweite wäre hier oben, habe ich ja gerade schon hingelegt bei der 130. Nicht nur, weil wir dann halt hier dann den Docht nachgebaut haben. Es wäre dann auch ein Versuch, die Stunde auf Grün zu drehen und es wäre der Main Pivot hier auf Stundenbasis, der wiederum im Trend, also im Intraday-Trend, den wir jetzt haben, der ja short gerichtet ist, auch da drin liegen würde. So, das wären halt jetzt so zwei Punkte, wo ich sage, das mache ich relativ schmerzfrei. Weil wenn es dann, wenn es zum Beispiel aber jetzt hier nach oben geht, ja, und da einfach drüber und neues Hoch, ja, dann weiß ich auch nicht. Ne? Dann haben wir, ich meine, sowas Ähnliches haben wir ja gestern gehabt. Das war ja halt echt ein bisschen übel. Da geht es erstmal irgendwie, wie war das, hoch, also erstmal neues Hoch, dann neues Tagestief, nochmal neues Hoch oder irgendwie umgekehrt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall
erstmal alle Seiten gestern abrasiert und dann nach oben gelaufen. Da muss man dann schon ein bisschen Geduld mitbringen, um sowas dann halt auch tatsächlich irgendwie zu Ende zu führen. So, ich gucke gerade hier die Fragen durch. Ich verabschiede mich dann mal, ich muss weg. Bitte? Ich verabschiede mich dann mal. Ja. Was mache ich eigentlich mit deinem Hundenapf? Den hast du auf dem Schreibtisch stehen, Kaffee drin, oder? Genau. Eine Müsli-Schale. Ja, bring her, ich bin bis Mittag noch im Büro. Okay, gut, bis gleich. Ciao, Thorsten, danke dir. Alles klar, jo. Euch einen schönen Tag. Schöne Grüße. Na, ich hoffe, ihr kommt jetzt alleine klar. Wir kriegen das hin. Uns. Ja, alles klar. Danke, bis dann. Ciao. 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 So, war doch ganz nett, ne? Der Thorsten. Das war doch ganz lustig. Nee, was ich gerade sagen wollte, ne, ist, wir hängen hier einfach, das sieht man ja, klar, hier Pivot, ne, ist ja gerade irgendwie schon angesprochen worden, aber wir hängen halt hier unter diesem Cluster, was halt hier der letztmögliche Support oder beziehungsweise was der eigentliche Support im H1 eben ist. Deswegen hier shorten, ich würde mich nicht trauen, noch nicht, also. Aber hier einfach long, bitte? Deine Beschwerde, dass Heiko Behrendt nicht aufgetaucht ist, ist ja, ne? Wohl ganz bei ihm angekommen. Aha, da ist er, der nächste Kandidat, komm. Ich habe eh gerade nicht wirklich hier einen Trigger. Gib dem mal ein Mikro, dem Anti-Freund. Ich habe nämlich gerade am... Moment, da ist er wieder. Na, wunderschönen guten Morgen, Dirk. Ja, schicker guten Morgen, Heiko. Heute Nummer, ja, guten Morgen, Nelson. Und natürlich auch guten Morgen an alle Zuschauer da draußen, ja. Und ich habe gerade schon über dich gelästert. Ich habe gerade schon gesagt, so die echten Freunde kommen, ne? So, Thorsten war gerade schon da. Ach so, okay. Ja, klar, habe ich gerade noch mitgekriegt, dass er gerade eben gegangen ist, ja. Ja, ja. Ich habe alle Schwierigkeiten mitgeschrieben. Ja, der ist auch noch da. Ach du, jetzt, ich verabschiede mich da schon mal, ne? So, ihr macht das jetzt dann am besten unter euch aus. Ja. Moin, Heiko. Schön, dass du auch da bist. Ja, genau. Bin aber auch nur kurz da. Um 10 Uhr muss ich dann gleich zum Sport, ja. Aber im DAX, ja. Ich sehe, was wolltest du? Du wolltest long handeln. Ja, ich habe jetzt auch bis jetzt eher short, aber natürlich, wenn du jetzt einsteigen willst, ist natürlich auch, weiß auch nicht. Also ich habe bis jetzt heute auch noch nicht wirklich was gehandelt. Ich habe einen klassischen Einstieg im Trend short über einen 5-Minuten-Chart gemacht unter dieser einen Kerze dort. Aber da war ich ein bisschen zu früh drin, da ging es dann nochmal hoch und dann wieder runter und ach, irgendwie habe ich es vom Timing her nicht so richtig. Also dadurch, dass der Markt ja am Anfang so schnell gefallen ist, und wenn man da nicht dabei ist, ist es irgendwie so schwer, da denn so spät einzusteigen. Also ich glaube, ich kann mit dir mitfühlen. Ja. Ja, also es ist jetzt schwer, jetzt vorzugehen. Ich meine... ja, long genauso. Ne? Also long bin ich auch, habe ich auch gesagt, ne? So hier oben, das war ja halt für mich der entscheidende Punkt, die 095, da wäre auch der Trend noch in Ordnung gewesen. Ja. Und das wäre hier in dem Bereich. Deswegen habe ich da vorher noch eine Linie eingezeichnet. Das heißt, da irgendwie so kurz drüber und dann hoch, das wäre gut gewesen. Aber mit der Bewegung nicht mehr wirklich. Ne? Eigentlich hat er hier, was jetzt mal im Nachhinein betrachtet, mal abgesehen von dem EMA, der hier liegt, hat er eigentlich diesen Punkt sauber durchschritten und dann halt wirklich rückwärts gebacktestet und dann halt runter. Ja, ja, genau. Aber, aber die Kerze, die du da danach siehst, nach dem Dings, die war mir dann zu doof. Und da dachte ich, das bleibt eher, nee, die hochgeht und dann kommt ja dieser, genau die. Und die danach, die war halt nicht schwarz genug für den Trend. Und dann dachte ich auch, wenn das jetzt wieder so eine fucking Range wird, dann nach der ersten Bewegung, so wie gestern, da hat das ja so ewig lang da oben rumgedümpelt und kommt dann langsam nach oben. Da bin ich dann halt wieder ausgestiegen. Also ja, klar. Ja, aber das kann ja einfach, hätte ja sein können, ne? Dass wir hier einmal drunter fischen, ne, dann da hoch. Ich meine, wir haben halt hier. Klar, also den Long da unten, also wenn man nicht short dabei ist, den Long dort zu machen, ich hatte auch überlegt, da Long zu gehen, weil es für mich eigentlich auch ein Unterstützungsniveau war.
Aber ich war da noch gar nicht so wirklich am Desk und habe dann gesagt, okay, ich habe vom Stock oben, was bei dir ist, da das Fibo angelegt, da hat man 50% korrigiert und dachte, okay, wenn die Kerze jetzt die 5 Minuten da schwach schließt, dann darunter halt, ist halt ein klassischer Einstieg im Trend. Ich meine, den kennt ja eigentlich jeder, nach einer Korrektur versuchen, in den Trend reinzukommen. Es lief halt nicht zu dynamisch, das ist so eine Bedingung für mich. Ja, und jetzt ist er dann doch durchgelaufen. Also das Krasse ist halt, ich habe es gestern oder heute früh bei mir in dem Ausblick, was ich ja mache, ist es Konkurrenz eigentlich, Mitbewerber? da ist es ja dann am Ende so, da ist, im Stundenchart sieht es schon echt, oder im Tageschart sieht ja der DAX irgendwie echt cool aus, weil der genau diese 12.140 da angedippt hat, was mal das Tief vom, also wenn man jetzt nicht von 8 bis 22 Uhr, das sieht schon echt cool aus. Ne? Und da habe ich auch gesagt, also wenn es von dort aus, das mal Unterstützung wird Widerstand. Und wenn das wirklich jetzt die Korrektur war und jetzt geht der Trend los, dann musst du eigentlich, und die verkaufen das gestrige Tageshoch, was wir jetzt ja eigentlich gerade machen, dann ist es eigentlich der Short prädestiniert. Bin gespannt, wie weit es geht. Ja, hatte ich auch gerade gesagt, ist genau der Punkt, den ich auch im NFP-Webinar angesprochen habe, ne? Dass man den halt irgendwie, das ist eigentlich halt interessant. Ich hätte schon noch gesagt, der kann schon noch irgendwie ein Stück weit höher. Also hier in dem Bereich 260 sogar nochmal. Das kann ja auch noch kommen, ne? Ich meine, das ist Ja, jetzt erstmal klar. nur mal heute, ne? So, und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier irgendwie da bis, weiß der Geier, 10.000 hinkippen, der kann ja mal eine schwarze Kerze hier reinzimmern. So, und Was für alles mich jetzt so weitere. wichtig wäre, worauf ich immer achte, ist beim Tageschart ist immer das Verhältnis zu den steigenden Hochs und Tiefs. Ne? Und der kann ja heute eine schwarze Kerze machen, trotzdem auch über dem Tagestief von gestern bleiben, dann ist es immer noch okay. Ne? Ja, klar. Oder halt eben seitwärts, ne? Ich meine, Ja, genau. wir haben jetzt gerade mal irgendwie eine Stunde, die jetzt hier um ist. Und auch wenn das jetzt hier alles so furchtbar short wieder aussieht, ich meine, man weiß nie, was dahinter steckt. Wenn dann halt einfach einer im Sinn hat, so, ich will heute einfach nochmal günstig zuschlagen, ja? Und dann wird er das halt eben tun. So, und dann stehen wir dann auch ganz schnell wieder da bei der 12.1 und da fragt sich jeder, ja, war das jetzt wieder schon alles? Ich dachte, es geht endlich mal runter. Deswegen bin ich halt auch immer eher ein Freund davon, irgendwie. Also lieber eine Tag oder das möglichst große Stück von einer Tageskerze irgendwie mitzubekommen, statt da irgendwie zu große Prognosen aufzustellen, was da wohl irgendwie sein wird. Weil die halt einfach zu selten eintreten. Das ist halt das Problem. Ja, für mich halt ein bisschen ärgerlich ist halt wirklich, dass denn die nächste Minute da so eine lange schwarze geworden ist. Da war heute irgendwie, ich war heute da nicht so geduldig. Es lief halt durch. Also ich hätte einen Stop-Loss über einen 5-Minuten-Chart, waren 10 Punkte Stop bei 10 CFDs und das Ziel waren 14 Punkte und ja, mit Teilverkäufen wären wir jetzt auf alle Fälle gut runtergekommen. Also 200 € liegen lassen. Ja. Ingolf schreibt gerade, ich muss gestehen, dass ich nicht verstehe, warum du nicht bei 12.120 bis 110 Short eingestoppt hast, weil da für mich kein Trigger war. Das geht jetzt nicht, ich sage gar nicht, irgendwie hätte, wäre schön gewesen, sondern das war für mich kein Trigger. Also wenn überhaupt, dann wäre ein Trigger kleiner gewesen, hier im M5, hatte ich ja gerade irgendwie auch erklärt, aber ich habe hier oben keinen gehabt. Ganz einfach. Das ist ja auch von der Konstellation her schon ein bisschen komisch. Ne? Also wir eröffnen über dem Hoch und dann, man hätte ja wirklich in der ersten Sekunde der Eröffnung einen Trade machen müssen, weil scheinbar ja irgendeine Aktie nicht so reingekommen ist, ein Schwergewicht, wie es reinkommen sollte. Wir haben ja sogar fast wie so eine Art kleines Gap. Also es ging ja wirklich ab der ersten Sekunde und das ist schon eher selten. Oftmals ist ja so, dass eigentlich in den gestern war auch in der ersten Minute eine starke Bewegung, aber es ist eher untypisch. Also ich handle das auch eigentlich, die Also, ersten 5 Minuten handle ich eigentlich nicht. was ich gerne gemacht hätte, das stimmt natürlich schon, habe ich auch gesagt, dass wir hier die 152, ne? So, weil ich hab halt noch im Augenwinkel gesehen, dass da halt wirklich die ganze Zeit eine Order mit hochgedrückt wurde, bis genau dahin. Und in dem Moment, wo der Kurs da oben war, war auch die fette Order weg. So, und mal abgesehen davon, dass ich hier eine rote Linie habe, das wäre natürlich schon so ein Punkt gewesen, aber ich habe hier jetzt leider an meiner Kamera rumgebastelt und bin von daher ja, nicht auf die Idee gekommen, auf den Knopf zu drücken. Aber gut, ich meine, wenn der andere, Alles. wenn man Short drin ist, dann kann man ja den Trade jetzt verwalten. Das Problem ist ja aber jetzt, wenn man keine Position hat, ist immer die Frage, wo ist jetzt das neue Risiko und die neue Chance? Ja, Ja. Das ist ja das ganz klar. Positive. Deswegen, ich versuche halt lieber, ich meine, das mache ich ja, ne? Also zum Thema 110, die liegt ja da. Die ist ja noch nicht aus der Welt. Und wäre jetzt Das auch nicht weiß ich gar außergewöhnlich. nicht. Wieder? Da fehlt mir wirklich der Glaube, ne?
Wo? Für Nee, die? ich meine jetzt überhaupt solche Orders so reinzulegen, was du ja immer machst. Da würde im Leben nicht eine Order einfach hinlegen. Dennoch, ich mache jetzt nach 15 Minuten Chart LPO hier und lass dir mal machen. Und dann kriegst du das Ding auch noch. Da denke ich auch als Wahnsinn. Also. Ja, das sind halt so typische Bewegungen halt, ne? Die macht er ja halt einfach gerne schon mal. Deswegen, wenn er die jetzt noch macht, so auf den letzten Drücker, Ja. passiert ja schon mal irgendwie, bevor die Stunde fertig ist, rappelt es erstmal hoch und dann bin ich dabei, ne? Also, was halt auch übrigens typisch wäre, deswegen liegt die auch ganz gut da, ne? Was du halt eben oft siehst, gucken, wie ich das hier jetzt finde im Stundenchart, auf Anhieb, und ich suche dir mal eine. Mal gucken. Ob wir da eine haben, weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das eine Eröffnungskerze ist. Da kann mir doch jetzt hier irgendwo eine zu finden sein. Gibt es ja nicht. Ja, aber ja, gut, die hier ist es nicht so klasse, aber da sieht man es so ein bisschen. Also, es hat hier so eine Abwärtsbewegung, ne? Und dann halt irgendwie Stillstand und dann macht es einmal flop und dann wird die ganze Kerze, das war wahrscheinlich dann irgendwie auch nur eine Affäre von 5 Minuten, wird diese ganze Kerze in einem Rutsch bis kurz vor der Eröffnung hierhin zurückgekauft, ne? Sieht man, ich hoffe, man kann es erkennen, Ja. bis kurz vor die Öffnung und setzt dann die Reise weiter fort. Das sieht man super, also super oft. Und das hätten wir hier dann halt auch, ganz ähnlich, ne? Dass wir halt einfach nur nichts anderes, das heißt, jetzt sag mal, nichts anderes als, ich baue ich so ein bisschen drauf, dass wir so ein Bild halt noch kriegen, dass wir jetzt hier einfach ein bisschen Stillstand haben, Seitwärtsgestrabbel. Und dass Ja. wir danach eine Kerze kriegen, die halt hier einen Docht erzeugt bis hier oben hin und dann flopp runter. Und dann wären wir auch genau da. Plus eben die Tatsache, was mir halt hier noch nicht gefällt, ist die 113, dass da war irgendwie noch keiner. Da sind irgendwie auch wieder ein paar überfahren worden und da fehlt eigentlich auch so ein bisschen der Backtest. Ja. Und es wäre kurz unter der Öffnung und so weiter und so fort. Deswegen jetzt nicht so wirklich außergewöhnlich. Und sowas muss aber auch schnell gehen, ne? Wenn es was nicht funktioniert, würde jetzt so langsam hier hoch, ne, so in Wellen da hoch marschieren, dann würde ich die wegnehmen. Nur wenn es jetzt irgendwie so ein Bäm da hoch wird, so ein Ja. Plopp, wo sich einer verklickt oder was auch immer, dann würde ich die sofort da oben bedingungslos eingehen. Ja, brauchst halt irgendjemanden, der im Future dann halt mal Attacke macht und das genauso macht. Ja. Naja, Ja. aber am Ende, ja, Chance verpasst. Ich, wie gesagt, bei meinem, das war ein bisschen doof. Halt. Schlecht geschlafen. Vielleicht liegt es daran. Hast du? Ja. Ich frage jetzt aber nicht, warum. Wer weiß, was du getrieben hast. Eben, die Family ist im Urlaub und bin allein in der Butze. Da fehlt jemand zum ruhig schlafen. Hast du Albträume gehabt, weil du heute putzen musst? Nicht das. Du greifst nach rüber und dann ins Leere. Liegt keiner da. Ja. Oh, armes Hasen. Oh, ah. Heiko. Naja. Aber was trotzdem auch relativ interessant jetzt ist, ne, ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt so Richtung Stundenende so tief jetzt schließen, wäre natürlich jetzt so cool. Also entweder geht ganz klassisch der Trend weiter, aber jetzt in den Trend würde ich auch nicht mehr einsteigen. Ich glaube, ich würde jetzt auch nur gucken, wie so ob ein Dipper nochmal durch das Tief der Stundenkerze kommt und was danach passiert. Ja. Ja, so nach Impuls halt, ne? Ja, genau. Aber hier ist, ich finde halt hier leider keinen Einstieg, ne? Nee, ich Also. auch nicht. Das Problem ist ja auch, die 5-Minuten-Kerzen, ich sage jetzt mal ein bisschen Short-Entdeckungen wären jetzt über dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, dass da vielleicht mal ein kleiner Blob kommt, aber das kannst du ja nicht traden, weil das geht dann 3, 4 Punkte hoch und dann, wenn da jetzt nichts nachkommt, so wie vorhin diese eine lange Kerze da, hast Ja. da echt ein Problem. Ja, also, und das Risiko allein bis zum Tief ist ja schon viel zu hoch. Deswegen, ich weiß nicht, bis zum Ja, gut, Tief. das würde noch gehen, aber es ist halt einfach Ja, gegen so den. 18 Punkte, aber am Ende ist das nur, das ist ein Trade, der zu 100% nur darauf zielt, dass du sagst, ich hole eher zuerst die 5 Punkte, bevor der 10, 15 gegen mich läuft. Ja. Mehr ist es ja nicht. Ja. Klar, aus Nee. solchen Stops kann immer mehr werden, aber. Ja, klar, ich sehe halt hier keine Strecke, ne, die er halt Nee, machen könnte. genau. Das ist Ja, halt so genau. mein Hauptproblem hier dabei, ne? Weil gestern habe ich halt irgendwie. Da wollte ich halt irgendwie long von hier dem Punkt an, irgendwie ein Punkt, also von der 12.04 bzw. 12.05, das hat ja auch funktioniert. Da wusste ich aber auch, wohin damit. Ne?
Aber Ja. hier, das bringt irgendwie So, ich habe nichts. kurz einen Schrott reingeklickt, irgendwas kam da wahrscheinlich an News. Oder irgendwas. Hei, hei, Ja. hei. 16 Punkte. Zack. Und wieder raus. Bums. Naja, denn doch 100 Euro jetzt verdient. Oh, guter Trade. Schön durch das Hoch und auf einmal merkt man Reaktion. Ich habe nebenbei den Dow offen und der Dow auch gleich kurz gesagt. Ja. Ja, war ich jetzt zu langsam für. Naja, das kannst du, wenn, ich glaube, im Webinar könnte ich das auch nicht klicken. Da muss ich für mich, also ich bin ja gefühlt jetzt ja nur Zuschauer. Ich bin ja nicht im Webinar und das Coole ist, man sieht ja nicht mein Bildschirm. Ja, ich werde aber die Auswertung nachher genauso. Ja, das ist mir, das ist ja egal. Aber Ja. halt, nee, nee, ich Aber war versuche cool. natürlich auch immer die Dinge. Ich wollte nämlich gerade noch was erklären hier zum Pivotpunkt. Und dann kam halt schon die Bewegung und ich kann nur nicht irgendwie gleichzeitig ausführlich Das. erklären und dann halt irgendwie noch, weil ich hatte ihn auch jetzt nicht geplant, ne? Also in Nee, keinster Weise. also ganz ehrlich, ich habe das auch nicht geplant. Ich habe nur die erste Reaktion gesehen, Naja. ganz schnell. Auf einmal passiert was. Im Future kommt Druck rein, geklickt zweimal. Ich habe leider, gut, ich habe jetzt wieder runterskaliert auf zwei CFDs. Gestern hatte ich immer fünf pro Position. Dann wäre es jetzt immer ganz schick gewesen. Muss jetzt mal gucken, was ich jetzt hier geholt habe. Ich sage jetzt mal, im 1-Minuten-Chart sieht die Struktur gar nicht so behämmert aus. Ne? Wenn du dir den Chart mal im 1-Minuten-Chart anguckst, also jetzt von Bewegung, Korrektur, was ein Trend aussieht, ne? Also auch die Rückläufe sind Ja, immer gut drin. Also das ist schon eigentlich ein ja. Astrein. Ja, das sieht schon sauber aus, ne? Also der sieht schon geil aus. Und dieser gerade diesen Block hoch und genau unter dem Tief dieser 1-Minuten-Kerze, da habe ich gerade den Short gemacht. Aber jetzt ist so, Ja. wenn du siehst, die erste Bewegung, denn die Korrektur, und dann auch der Rücklauf danach, der ging wirklich bis zum letzten lokalen Tief, also hier diese 12.073. Ja, das ist natürlich schon echt erst reingelaufen, weiter vorne heute früh. Aber da habe ich auch keinen Short gemacht. Also 1-Minuten-Trend sieht cool aus. Ja, ich habe jetzt nur die Bewegung dort gerade eben gehandelt, diese eine Minute, diesen Block da. Ich kriege es ja hier auch angezeigt und den Trend sieht man vielleicht gar nicht so gut hier mit dem Aber da. jetzt da, genau, das sieht Ah, schon sieht cool man ein aus. bisschen Großer besser. Trend, kleiner Trend. Ja. Ja. Das ist schon schick, Ja, ne? gut, war jetzt doch nicht so viel. 29 und 34. Ja. Aber wie Nein. gesagt, ich bin halt einfach, 50, 60. für mich ist das irgendwie keine Struktur jetzt hier, Nee. wo ich jetzt halt irgendwie sage, da bin ich irgendwie ganz sicher dabei, weil mir gefällt nach wie vor dieser Bereich hier überhaupt nicht. Wir hängen hier an so einem blöden Pivot, wir haben die Stundenkerze nicht fertig, wir sind unter diesem Cluster immer noch hier am Knackpunkt und der hängt hier Ja. in der Luft. Ne? Ja. Der kann genauso gut, kann der jetzt echt von hier einmal nochmal irgendwie 50 Punkte nach oben laufen. Das ist. Ja. Weil hier auf einer Minute, auch wenn ich es jetzt hier mittlerweile auf M5 gedreht habe, auf einer Minute hat er den Short-Trend gerade geknackt. Ja. Also, das ist ja auch das Interessante, der Dipper durch das Tief und jetzt das Hochziehen und wenn jetzt nichts mehr nach unten geht, war es das. Dann war das genau das Aufgeben des Letzten. Ja, noch nicht Und geknackt, aber da, aber hier das oben kannst du wären wir nicht dann schon handeln. durch. Ja, du Bitte? kannst auch nicht, das kannst aber nicht handeln. Ja. Weil Ja, weil hier da oben. hättest du dich fokussieren müssen, dass du nach dem Dipper, also die schnellste Kerze kaufst. Ja, klar. Im Skype, gut, dann bist du, machst du ein paar Sekunden und dann, ne, Ja. das, aber halt, bis ich das dann erklärt habe, habe ich hier dreimal daneben Ja, das, geklickt. also ich kenne das ja selber aus meinen Live-Trading-Webinaren. Du bist gedanklich einfach nicht schnell genug, weil du Ja, nee, das ist, weiß es gar nicht mal das. Ich hätte ihn auch nicht gemacht. Ich Ja. meine, dein Ansatz ist ja da auch ein anderer. Ich Ja, hätte nicht ja. gemacht. Er muss ja halt auch zu dem passen, Ja, was das ist ich ja auch sonst handle, ne? Und ich habe halt einfach nichts, ne? Was ich jetzt sehe und was jetzt typisch ist für den DAX, das ist, kann ich ja genau sagen, was der jetzt wahrscheinlich macht. Wir haben halt hier, das ist ein Außenstab, ne? Hier oben bei der 2073. Der versucht, den zurückzukaufen auf den letzten Drücker, bevor die Stunde vorbei ist. Da kannst du eigentlich jetzt schon irgendwie davon ausgehen, dass er das jetzt auch macht, dass wir jetzt einmal 10 Punkte nach oben springen Ja. auf die 72 und dass der versucht, da drin zu schließen. Und wenn er das macht, dann wird er auch nochmal höchstwahrscheinlich nochmal versuchen, den Außenstab nochmal nach oben zu laufen und dann sind wir hier bei der 113. Das wäre Ja. absolut typisch. Man gibt es jetzt keine Garantie, dass das jetzt so kommt, ja. Aber das ist das, was ich halt hier einfach sehe. Und was mich jetzt nicht wundern würde und was mich extrem davor abhält, hier irgendwie mal eben so zu shorten. Ich habe gerade mal Das ist geguckt, was mein Trade war.
Es waren 17 Punkte in 8 Sekunden. Ja. Ja, von 8 Uhr, von Nett. 9:54, 4 Sekunden bis 9:54 und 12 Sekunden. Ja, das Ganze. Nelson, haben wir hier ein Problem? Bei euch steht aber. Mein Chart steht. Okay, also bei Ich mir sehe die läuft Kurse es noch rumlaufen, aber weiter. mein Chart steht still. Moment, also die Futures laufen. Ich gucke mir mal den CFD an. Also Nee, Stereo Trader reagiert. läuft bei mir auf dem Live-Konto. Bei mir irgendwie gerade gar nicht. Nee, bei mir läuft es tatsächlich. Also Der Stereo Vortrag Trader ist weiter weg, sozusagen. läuft. Da ist nicht das Problem. Also auch hier im Chat kommt gerade, dass es auch bei den Teilnehmern bzw. Kundenlauf läuft. Also kein generelles Problem aktuell. Ich habe das so öfters irgendwie schon gesehen, dass halt irgendwie die Kurse hier oben bewegen, aber Chart wird nicht aktualisiert. Bei mir ist es oft, bei mir ist es oft so gewesen, dass das irgendwie bei GoToWebinar, also mit zu viel Plattform offen hat bei mir. Aber ich weiß jetzt nicht, du hast ja über eigentlich anderen Desk, ne? Ja, genau. Und ich Eigentlich. mache mal hier eben, ich starte den mal kurz neu. Alter, hat der Docker was gebastelt, ey. Schick, ne? Hä? Das ist super. Ja, nur im Training klappt es nicht mehr. Ja, komm. Nein, Quatsch. Nee, Ja. aber das ist ja auch das Interessante für die Zuschauer da draußen. Manchmal, wenn ich mit dem Dirk, dann eigentlich wollen wir irgendwie über einen Stereo Trader irgendwas beschreiben oder telefonieren. Ja, und dann zack, kommt ja immer der Switch dann auf die aktuellen Märkte. Und dann gibt es immer gleich Live-Coaching bei Dirk. Der sagt dann, hier, jetzt guck auf den DAU. Genau dort prallt er ab und dann geht er hoch. Und ich wollte eigentlich was ganz anderes von ihm und dann läuft, dann muss ich den DAU anmachen und dann gucke ich dazu. Und dann hat der Junge auch so oft zu Recht, ne? Also die letzte Woche war ja schon phänomenal. Hat man ja auch im Stream ja lesen können. Also das ist ja schon cool. Ja, du bist aber auch der Understater, ne? Der Untertreiber vor dem Herrn immer so, was dich selber angeht. Alles. Und nee, aber passt. Ja. So, weißt du, was jetzt gerade passiert? Jetzt macht der MetaTrader ein Update. Das ist jetzt echt, das ist unglaublich, Ah, ne? herrlich. Ja, so. Das heißt, wir sind jetzt hier fertig, weil der MetaTrader ein Update macht. Oh Mann, ey. Ja, da kommt nämlich echt nichts mehr. Und wenn er das jetzt macht, dann ist die Frage, was davon dann noch übrig ist. Ja, das ist irgendwie, es ist halt live, ne? So, was soll Live ich da ist live. sagen? Kann halt leider daneben gehen, ne? Auch von der Technik. Das ist jetzt aber so ein Quatsch hier ist, es braucht jetzt irgendwie kein Mensch. Aber ich habe halt die Meldung, ich habe es gerade vorhin schon angesprochen, die Meldung schon gesehen. Und irgendwie habe ich die aber. Ignoriert. Ja, klar. Aber hier kommt. So. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Ich muss leider dann zum Sport. Und da die Family im Urlaub ist und mein Auto hat, muss ich sozusagen jetzt mit dem Radl zum Sport radeln. Bin Ja. ich gleich erwärmt. Und das dauert ein bisschen länger. Deswegen werde ich mich jetzt langsam anziehen und sozusagen hier alle 5 Grad sein lassen. An der Stelle würde ich mich verabschieden, Dirk. Da hast du ja Klar. heute auch ein paar schöne Gäste gehabt, auch mit dem Thorsten. Und ja, vielen Dank, dass ich kurz das Mikro bekommen habe. Wünsche dir noch ein paar gute Trades und danke an FX Flat. Und Nelson, ich habe dir gestern noch eine Mail geschrieben, kannst mal bei Bedarf reingucken. Mache ich. Ich war gestern Ja. nicht im Büro, deswegen mache Ah ich ja, heute. alles gut. Ja. Und ja, dann sage ich auch an alle Teilnehmer. Euch noch viel Spaß mit dem Stereo Trader Dirk und FX Flat und euch dann noch einen schönen Webinarausklang. Ich bin echt gespannt, was der DAX da noch hinbrezelt, ob hier wirklich. Ja, jetzt könnte es aber halt einfach werden. Also mal gucken. Haben jetzt 10 Uhr, jetzt irgendwie ein bisschen Zeit auch hier verplempert. Ich mache mal noch ein paar Minuten hier. Aber erstmal auch danke an dich, dass du da warst. Kannst dich Ja, einfach. vielen Dank. Vielen Nachdem Dank, ich Heiko. ausgeschlafen habe, nein, Quatsch. Ja. Alles gut. Genau. Okay. Dann Also viel Spaß dann. beim Sport. Jo, sportfrei, Jungs. Ne? Immer dran denken, Rückenmuskulatur stärken, ja, im Alter.
Genau. Bis Bis dahin, bye später. bye. Bis dann. Ja, Ciao. super. Tschüss. So, also, hier, wie gesagt, hat es ja gerade mitbekommen, beziehungsweise ihr habt es ja gerade mitbekommen. Irgendwie stand der Chart still, warum auch immer. Jetzt ist er wieder da. Das Update konnte ich glücklicherweise verhindern, dass er das gemacht hat. So, ich brauche halt hier einen Rücklauf. Also, er hat jetzt zwar, jetzt muss ich mich erstmal noch mal kurz orientieren, weil ich jetzt hier ein paar Minuten verloren habe, was jetzt passiert ist. Er war bei der 60. Da, wo vorhin versucht wurde, den abwärts da zu knicken, steht zwar jetzt hier, wäre auf Long, also wir sind halt jetzt hier im M1, sind wir jetzt erstmal auf Long getrimmt. So, das heißt, wir könnten jetzt hier einen Rücklauf kriegen, aber halt übergeordnet sind wir jetzt halt ganz klar nicht mehr Long. Deswegen jetzt auch hier nicht auf keinen Fall die Suche nach Long, sondern die Suche nach Short. So, wie kommt man denn dann da rein, ist die Frage. Also generell, ich würde jetzt hier im Stundenchart rangehen und zwar folgendermaßen: dieses Cluster, was wir halt vorhin hatten, wo ich ja gesagt habe, das ist halt interessant, das wird jetzt natürlich genau das Gegenteil bewirken. Das heißt, da, wo es vorher versucht hat zu supporten oder wo es supportet hat, irgendwo in dem Bereich, sollte es jetzt genau ins Gegenteil halt irgendwo drehen. Ich suche immer lieber gerne irgendwie die Eröffnung. Das heißt, die 73. Also sollten wir einen schnellen Rücklauf an die 73 kriegen. Bin ich mir recht sicher, dass man da ein paar Punkte entsprechend Short bekommt. So, das wäre nochmal die Future-Öffnung. Es kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, ne? Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass man das hier nochmal irgendwo findet. So, ich gucke mal, was dann halt noch dazu passt. Fibos Intraday passt die 38, die wäre ein paar Punkte höher noch. Ja, ich würde den erstmal hier genau liegen lassen bei der 73 und würde dann halt eher hier die ganze Geschichte skalieren, weil da kann er schon ein bisschen reinstechen. Das passiert schon mal ganz gern. Das funktioniert meistens nicht so wie gestern, ne, wie wir es hier gehabt haben im Tagesschart, so dass es halt auf den Punkt genau ist. Meistens sticht es so ein bisschen halt rein. Und ich sage immer halt so, das Grundprinzip ist immer, wenn die eine Seite vom Cluster nicht funktioniert, dann funktioniert die andere. Das heißt also hier im Falle von, wenn ich Short suche und setze mich hier auf diese Unterseite, weil das jetzt hier nicht das Cluster ist. Das Cluster ist ja, na gut, das sehen wir jetzt hier, doch, das müsste man eigentlich noch hier sehen. Da ist ja halt das Cluster, ne? So, hier am linken Bildrand erkennt man das ja. Und entsprechend ist diese Order ist ja ziemlich an der Unterseite mit der 73, ne? Und die Oberseite vom Cluster ist entsprechend hier die, ja, ziemlich genau da, wo wir sind. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und das meinte ich eben, wenn die eine Seite vom Cluster nicht funktioniert, dann ist es die andere. Und das heißt, wenn wir nicht auf der Unterseite sofort eine Reaktion kriegen, dann höchstwahrscheinlich auf der Oberseite. Und deswegen ist das halt auch so eine Nummer, die ich skalieren würde hier für ein paar Punkte. Darf natürlich nicht darüber hinweglaufen, also nicht nur mal irgendwie über die 80 und so weiter. Und dann kann man sich das sparen. Dann wird es nämlich nicht funktionieren. Dann wäre hier oben der Punkt eben nochmal dran. Nochmal die 096. Oder was ich ja immer noch ganz klar favorisiere, tatsächlich, wenn wir hier einen Squeeze kriegen sollten, das wäre ja wirklich die 113 da oben oder sogar halt noch eine Ecke höher, ne? So, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass ich hier im Live-Trading nicht reingekommen bin und hier nur irgendwie 5 Punkte mitgenommen habe. Aber 5 Punkte sind halt auch 5 Punkte. Da aber noch eben in der Long-Richtung, weil da noch die Chance bestand, dass das Ganze halt noch dreht. Aber vielleicht hier auch ganz nett zu sehen als Lerneffekt, vor allen Dingen für die Anfänger, ne? Nicht irgendwie oder erkennen, wann es keinen Sinn macht, den Stop halt irgendwie an die eigentlich richtige Stelle zu setzen, sondern wann es Sinn macht, Break-Even rechtzeitig zu ziehen. Und das war ja hier auch gut so, weil es hätte überhaupt nichts gebracht, das sieht man hier, ne? Da war ja halt die Nummer hier oben und da ging es dann natürlich einfach plopp, plopp, plopp drunter. Es hätte gar keinen Sinn gemacht, den auch irgendwie nur an das Tief zu ziehen, sondern der hätte das
hier oben, wo der Ausbruch halt war, der kleine, den er vorher auch, wo er auch vorher in der Long war, den hätte er am Stück durchziehen müssen und nicht irgendwie da halt nochmal runterschrappeln, und das hätte nicht funktioniert. Deswegen war das schon okay so. So, aber kann sein, dass es jetzt hier das Timing auch leider so ein bisschen wegläuft. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse. Also, beziehungsweise wenn, dann müsst ihr bitte dem Markt böse sein, nicht mir. Kann ja auch nichts für. Und dann hätten wir irgendwie... Nee. Also mit Start um 9 Uhr gibt es hier irgendwie gerade nicht wirklich ein Hätte. Also das ist jetzt erstmal so gestartet. Und wer dann natürlich dann irgendwie auf den Short-Knopf gedrückt hat, weil er irgendwie gerade die richtige Intuition hatte, der hat jetzt natürlich erstmal halt eine bequeme Position, ne? Keine Frage. Aber halt ansonsten passt das schon soweit. Ne? Ich meine, ich habe es halt verpasst, in Anführungszeichen, aber nicht nach meinem Ansatz. Weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir am Stück jetzt erst hier runterlaufen, sondern ich dachte, das läuft halt ein bisschen anders, tat es halt nicht. Jetzt muss ich mich halt hier mit der Situation auseinandersetzen, was ich ja gerade tue, und suche mir jetzt halt entsprechend hier neue Einstiegschancen. Und da werde ich schon noch irgendwo reinkommen in die Geschichte, weil dass das jetzt nochmal einfach so nach oben dreht, ne, also dass jetzt hier nochmal irgendwie eine weiße Kerze kriegen, grüne, wie auch immer, welche Farben ihr habt, die dann einfach so oben drüber läuft, glaube ich nicht dran, dass es wird mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so nicht passieren. Nicht mit einer Bewegung, vielleicht mit mehreren, aber nicht mit einer. Und was man hier auch sieht, ne, hier passiert jetzt erstmal gar nichts mehr, und deswegen besteht schon die Chance, dass wir jetzt hier einen Rücklauf kriegen, dass halt ein paar Short-Positionen aufgelöst werden, hier oben halt nochmal eingedeckt wird. So, wir können, wie gesagt, jetzt hier noch 5 Minuten dranbleiben, aber macht wahrscheinlich keinen Sinn, jetzt irgendwie hier 1 Stunde lang auf den Chart zu gucken. Und das ist irgendwie zu warten, bis da halt was kommt. Ja. Gut, also dann hat halt der erste Ansatz von letzter Woche war ja dann nicht so falsch. Ne? Ich meinte, hier oben ist die Bewegung zu Ende. Aber gut. Passt schon so. Ich würde sagen, wir können jetzt hier auch einfach erstmal den Deckel soweit zumachen. Und nur Nelson, weil ich glaube halt nicht, dass es so viel Sinn macht, jetzt hier irgendwie die ganze Zeit da drauf zu warten, dass da halt irgendwie... Du weißt doch, die Trades kommen, wenn wir das Webinar beendet haben. Ja, das ist ja ganz normal. Also von daher erwarte ich ja sowieso gar nichts anderes. Mal gucken, sind wir hier eigentlich wieder drauf? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das war der falsche Knopf. Da sind wir, ne? So, nee, also von meiner Seite, wie gesagt, können wir das hier gerne erstmal dicht machen. Ich hoffe halt trotzdem, es war langweilig, war es ja, glaube ich, nicht. Ne? Das ist aber dann auch meinen. Du hast wieder umgeschaltet. Ja, ne? Irgendwie. So, langweilig war es. Was bin ich hier schon? Nee. Langweilig. Sag mal. Frühstückstalk mit Dirk Helger und Freunde heute. Unglaublich. Langweilig war es ja nicht. Ich spreche es mal ganz langsam aus. Vielleicht funktioniert es dann. Und dafür, da haben wir meine Gäste für gesorgt oder meine Mitmoderatoren an der Stelle. Und ich hoffe, es hat euch halt ein bisschen Spaß gemacht. Und mir auf jeden Fall, wie gesagt, Trade wird schon noch kommen heute. Und wenn ich nachher was finde oder was ergibt, poste ich das sowieso dann halt eben in der Gruppe. Ich glaube, wir ruckeln heute wieder ein bisschen, ne? So, es war letztens irgendwie schon mal besser, aber heute ruckelt es wieder. Gut, ich sage an der Stelle mal Dankeschön. Auch natürlich hier an Thorsten und an Heiko, die hier dabei waren. Natürlich auch an den Nelson, an FX Flat, aber vor allem natürlich euch, dass ihr so früh aufgestanden seid. Wobei ich glaube, die meisten von euch stehen wahrscheinlich eher auf als ich. Nein, aber dass ihr hier dabei wart, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Hattet vielleicht einen anderen Ansatz, oder falls nicht, dann behaltet es halt mal im Auge, wie ich das halt machen möchte, und bin mir eigentlich relativ sicher, dass da schon noch später was bei rauskommt. Also, danke an der Stelle. Elsen, du hast das letzte Wort. Du darfst sehr gut übernehmen. Ach, wie du das angekündigt hast. Sehr schön. Das ist der Hammer, ne? Nein, also da gibt es nichts mehr zu sagen. Du hast alles gesagt. Vielen, vielen Dank. Natürlich an erster Stelle an dich und an die Teilnehmer für das Webinar heute. Natürlich auch ein Danke an Thorsten und Heiko.
Ja, die Aufzeichnung kommt auf jeden Fall diese Woche online, auch das NFP-Webinar. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch natürlich eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Also, tschüss zusammen. Schönen Tag.